Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Segen und Frieden gebühren seinem Propheten Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister im Islam, wir haben letztes Mal darüber geredet, dass es notwendig ist für jeden Muslim, durch seinen Verstand den Islam rational zu beweisen. Zu beweisen, dass der Islam die Wahrheit ist und allen voran erst einmal die Frage sich zu stellen, woher komme ich? Gibt es einen Schöpfer oder gibt es keinen Schöpfer? Wurde ich erschaffen oder wurde ich nicht erschaffen? Bin ich ein Zufallsprodukt oder bin ich ein Konstrukt? Wurde ich erschaffen, wurde ich geplant sozusagen? Und dieser Weg muss durch den Verstand, diese Frage muss bewiesen werden. Dafür braucht man rational wahrnehmbare Argumente. Und wir haben gesagt gehabt, dass uns auch dazu Allah subhanahu wa ta'ala auffordert. An vielen, vielen Stellen im Koran. An vielen Stellen. So sagt er beispielsweise in der ungefähren Bedeutung, wahrlich in der Schöpfung der Himmel und der Erde und dem Wechsel von Nacht und Tag sind Zeichen für die Denkenden. Oder in einem anderen Vers heißt es, schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen wurden und zu dem Himmel, wie er emporgehoben ist und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet sind und zu der Erde, wie sie hingebreitet ist. Betrachten Sie das denn nicht, sagt Allah. Und wieder in einem anderen Vers. Darum soll der Mensch betrachten, woraus er erschaffen wurde. Er soll sich selber angucken, woraus er hervorgebracht wurde. Und der Prophet a.s. spricht, denkt über die Zeichen in der Schöpfung Allahs nach. Denkt darüber nach. Das heißt, der Islam fordert uns in zahlreichen Versen, wirklich hunderten von Versen, dazu auf, uns unsere Umgebung zu betrachten, uns unsere Realität zu betrachten und uns die Frage zu stellen, woher kommen diese ganzen Sachen? In hunderten von Versen. Und immer wieder heißt es in diesen Versen, sehen Sie das denn nicht? Schauen Sie denn nicht? Betrachten Sie denn nicht? Und das ist für Leute, die Verstand haben. Das ist für Leute, die verstehen. Und habt ihr denn keinen Verstand? Und seht ihr denn nicht? Davon gibt es hunderte von Versen im Koran. Der Koran hat einen Schwerpunkt auf dieses Thema gelegt. Einen Schwerpunkt. Und hier auch die Fragestellung, warum? Warum wiederholt Allah subhanahu wa ta'ala diese Realität so oft? Weil eben die Aqidah, die Grundüberzeugung so wichtig ist. Und dieser Weg muss mit dem Verstand vollzogen werden, damit es sitzt und damit es fest ist. Und deswegen macht Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diese Realität aufmerksam. Und deswegen werden wir uns jetzt in den nächsten zwei Vorträgen mit dem Thema beschäftigen, was ist denn der Beweis dafür, dass Allah existiert? Gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott? Wo sind die Beweise dafür? Und genauso auch sind die andere Seite aufgefordert, wenn sie denn behaupten, es gibt keinen Gott, Beweise zu bringen. Jeder ist aufgefordert, seine Grundüberzeugung zu beweisen. Und hier wird sehr häufig an dieser Stelle das Argument gebracht, dass man Gott nicht sieht. Und etwas, das man nicht sieht, das kann man nicht beweisen. Etwas, das nicht wahrnehmbar ist mit den Augen, was man nicht sieht, ist nicht existent oder ist nicht beweisbar. Das ist ein Vorwurf, der oft gegeben wird. Oder das ist ein Scheinargument, wenn man so haben möchte. Aber wenn wir uns die Realität betrachten, liebe Geschwister, dann wissen wir von Anfang an, dass das ein schwachsinniges Argument ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auch der Mensch im Alltag weiß definitiv von Dingen, dass sie existieren, die man nicht sieht. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Beispielsweise Bluetooth. Bluetooth ist eine Sache, die man nicht sieht. Beispielsweise Sauerstoff ist eine Sache, die man nicht sieht. Beispielsweise der Verstand ist eine Sache, die man nicht sieht. Beispielsweise Infrarotstrahlen, beispielsweise Lichtstrahlen. Das sind alles Dinge, die man nicht sieht. Aber trotzdem würde niemand behaupten, diese Sachen gibt es nicht, weil wir sie nicht sehen. Das heißt, dieses Argument ist von vornherein schwachsinnig und nicht gültig. Zu sagen, wir sehen diesen Schöpfer nicht und deswegen existiert er nicht. Und in der Realität glauben sie nicht daran. In der Realität kauft einem nicht, also keiner kauft das ab, wenn man sagt, Bluetooth existiert nicht. Das würde man nicht ernst nehmen. Man würde das nicht mal als Diskussionsgegenstand akzeptieren. Aber wenn es auf einmal um den Schöpfer geht, wenn es auf einmal um Allah subhanahu wa ta'ala geht, dann sagt man, ja, wir sehen ihn ja nicht. Und das zeigt eigentlich nur auf, dass man sich nicht aufrichtig mit dieser Thematik beschäftigt, wenn man so will. Der Beweis dafür, meine lieben Brüder, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert,
Einer der Kernbeweise, einer, was absolut ausreicht, ist das Kausalitätsprinzip, das Ursache-Wirkungsprinzip. Wir wissen, und das lernen wir schon von Anfang an in der Schule, im Physikunterricht, dass jede Wirkung eine Ursache hat. Das ist ein feststehendes Gesetz, das ist ein Naturgesetz. Jede Wirkung hat eine Ursache. Das heißt, wenn jemand an der Tür klopft, dann weiß ich automatisch, dieses Klopfen wurde verursacht. Wenn ich Reifenspuren sehe, dann weiß ich automatisch, diese Reifenspuren wurden von einem Auto verursacht. Ja, sogar wenn ich einen Punkt auf einem Zettel sehe, dann weiß ich automatisch, dieser Punkt hat irgendein Stift gesetzt. Hat irgendjemand gesetzt. Das ist ein Automatismus. Darüber denkt der Mensch nicht mal nach. Kein Mensch denkt darüber nach, ob der Tisch eine Ursache hat oder nicht. Sondern das weiß man automatisch. Immer. Das ist sogar instinktiv bei Babys so. Wenn Babys ein Geräusch hören, irgendwo kracht irgendwas zusammen, das Glas fällt runter, dann dreht sich das Kind sofort um. Warum? Weil er weiß, da ist eine Ursache für dieses Geräusch. Das ist sogar instinktiv im Menschen vorhanden, dass er an dieses Ursache-Wirkungsprinzip daran festhält und daran sich orientiert. Und das ist nicht mal diskutabel. Darüber kann keiner diskutieren. Wenn jemand behaupten würde, das Klopfen an der Tür hat keine Ursache, dann würden wir das nicht einmal ernst nehmen. Also wenn jemand sagen würde, der Tisch, der ist einfach so gekommen, hat keine Ursache, es hat nicht irgendjemand gebaut, dann würden wir diesen Menschen für verrückt erklären sogar. Ganz klar, würden wir ihn für verrückt erklären. Ja okay, dann ist hier die Frage, und das Universum hat keine Ursache? Und das Leben hat keine Ursache? Und wenn man sogar so will, die Urknalltheorie hat keine Ursache? Der Urknall hat keine Ursache? Nein, definitiv, er muss eine Ursache haben. Definitiv. Hier ist kein Spekulationsraum. Die meisten Menschen haben ein Problem mit dem Begriff Gott. Sie wollen diesen Begriff Gott nicht hören, weil man damit vor allen Dingen die Vorstellung vom christlichen Gott verbindet. Aber lassen wir das Wort mal aus dem Spiel. Wir reden hier gar nicht unbedingt von dem Begriff Gott. Wir reden hier einfach davon, dass etwas das Leben verursacht haben muss. Definitiv. Es muss eine höhere Macht geben, die den Urknall hervorgebracht hat oder das Leben. Das heißt, es muss etwas geben, was die Fähigkeit hat, von nichts etwas hervorzubringen. Und das nennt man einen Schöpfer. Es muss einen Schöpfer geben. Definitiv. Und das ist absolut, meine lieben Brüder. Und das sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Darauf macht er uns aufmerksam. Er sagt, oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden? Würde das irgendjemand behaupten? Ja, der Urknall, der kam einfach so. Aus dem Nichts kam er. Das ist irrational, das ist schwachsinnig. Das kann keiner sagen. Weil aus nichts kommt nichts. Wenn jemand, also in der Wissenschaft ist es erlaubt, solche Thesen zu stellen. In der Wissenschaft ist es erlaubt zu sagen, ja, das kam einfach so, es kam vom Nichts. Aber wenn man das in der Realität sagen würde, der Fernseher bei mir zu Hause, der ist einfach aus dem Nichts gekommen, dann würde man jemanden sofort in die Klapse stecken, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, das Kausalitätsprinzip, das Ursache-Wirkungsprinzip ist ein definitiver Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und darauf macht uns, wie gesagt, Allah im Koran aufmerksam. Oder glauben Sie etwa, oder meint ihr etwa, ihr seid aus dem Nichts erschaffen? Natürlich gibt es eine Ursache. Es muss eine Ursache geben. Und so war auch die Argumentationsweise, liebe Geschwister, der früheren Gelehrten. Wenn sie mit Atheisten zu tun hatten, wenn sie mit Leuten zu tun hatten, die nicht an einen Gott geglaubt haben, dann haben sie genau auf diese Art und Weise argumentiert. Sie haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Ursache hinter diesem Ganzen geben muss. Es gibt eine schöne Überlieferung von Imam Abu Hanifa, rahimullah, wo ein Atheist zu ihm kam. Und er sagte direkt zu ihm, was ist dein Beweis dafür? Was ist dein Beweis für die Existenz Allahs? Beweis mir das mal. Und die Antwort von Abu Hanifa ist sehr interessant. Er sagte zu ihm, vergiss dies, lass das mal beiseite. Im Moment bin ich damit beschäftigt, über dieses Schiff nachzudenken. Die Leute sagen mir, dass es da ein großes Schiff gibt, welches verschiedene Güter an Bord hat. Es gibt niemanden, der es steuert oder verwaltet. Dennoch fährt dieses Schiff vor und zurück. Es überquert sogar große Wellen auf dem Ozean. Es hält an den Orten, an denen es halten soll. Es fährt in die Richtung weiter, die es einschlagen soll. Dieses Schiff hat keinen Kapitän und niemanden, der dessen Fahrten plant. Der Atheist, der denkt sich natürlich seinen Teil. Der unterbricht Abu Hanifa hier und sagt hier, was für ein merkwürdiger und dummer Gedanke ist das? Bist du bescheuert?
Genauso wie wenn wir sagen würden, ja, das Klopfen an der Tür, beachte das nicht, das kam einfach so. Da steht niemand. Darüber, das denke ich gerade. Dann würde man sagen, bist du bescheuert? Das hat der Atheist auch gesagt. Wie kann eine intelligente Person denken, dass so etwas möglich ist, dass so etwas geschehen kann? Und achtet auf die Worte Abu Hanifas. Er sagt hier, Rahimullah, dein Zustand tut mir leid. Dein Zustand tut mir leid. Du kannst dir kein Schiff vorstellen, welches fährt, ohne dass jemand auf dessen Angelegenheiten achtet. Dennoch glaubst du, dass es für diese Welt, welche fehlerfrei und genau läuft, niemanden gibt, der auf sie achtet und dem sie gehört? Du kannst dir ein Schiff nicht vorstellen, das von Ufer zu Ufer geht, das von Ozean zu Ozean sticht. Aber das Universum kannst du dir vorstellen, dass es einfach so gekommen ist, was perfekt ist. Das heißt, wir sehen, das ist die Argumentationsweise, wie auch die Gelehrten früher, weil der Koran sie so erzogen hat. Der Koran hat auf diese Tatsache aufmerksam gemacht, dass wir durch das Kausalitätsprinzip, dass wir durch das Ursache-Wirkungsprinzip definitiv Allah beweisen können. Definitiv, das ist gar keine Frage. Das allein reicht schon als Beweis. Wir brauchen nichts anderes heranzuziehen. Das reicht schon, dass ein Schöpfer existieren muss. Das kann keiner widerlegen. Aber dazu noch, meine lieben Brüder, hat uns Allahs Vater noch viel mehr gegeben. Viel mehr gegeben. Er hat uns nämlich aufmerksam gemacht, dass wir die Schöpfung betrachten sollen. Und er hat es nicht bei diesem Kausalitätsprinzip gelassen. Und dazu wollen wir inshallah im zweiten Teil dieses Themas reden. Welche Beweise, welche faszinierenden Beweise noch dafür spricht, dass Allah existieren muss. Und hier, bitteschön, das soll der Nicht-Muslim mal widerlegen. Er soll mal widerlegen, dass es kein Kausalitätsprinzip gibt. Dass nicht jede Wirkung eine Ursache hat. Das können sie gar nicht abschreiben. Das Einzige, womit viele ein Problem haben, ist, nee, wir können das nicht Gott bezeichnen. Okay, dann bezeichnet es nicht Gott erst in erster Linie. Aber ihr müsst sagen, es ein Schöpfer ist. Ihr müsst sagen, dass dieses Etwas die Fähigkeit hat, von nichts etwas hervorzubringen. Weil es muss ja nichts gegeben haben. Und inshallah wollen wir diese Reihe, dann dieses Thema, nächstes Mal noch weiterhin fortführen. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taslima kathira.